Aus Studio 13 bringen wir Ihnen nun den ersten Teil des zweiteiligen Kriminalhörspiels Verdunklung des dänischen Autors Anders Bodelsen. Die Regie hat Otto Düben. Sie möchten beichten? Ja. Aber es fällt mir schwer. Ich beichte selten in letzter Zeit. Ich gehe an der Kirche vorbei, traue mich vielleicht auch hinein, aber dann verliere ich den Mut. Es geht um eine schwere Sünde, die schwerste von allen. Ein Menschenleben, das ausgelöscht wurde. Ausgelöscht? Ein Mensch wurde getötet. Sie haben ihn getötet? Ich nicht. Jemand anderes, der es vielleicht bereut, aber nicht weiß, dass nur die Beichte... Ja? Kann ich beichten für diesen anderen? Nein, Sie können nur für sich selbst beichten. Fürbitte für andere ist möglich, aber beichten können Sie nur für sich selbst. Aber in diesen Zeiten, wie kann der Herr den Überblick behalten über alle, die das Leben verlieren oder es anderen nehmen? Das kann er. Beichten Sie nun, was Sie zu beichten haben. Er kann nicht durch mich beichten. Nein. Dann muss es bleiben, wie es ist. Kommen Sie zurück. Denken Sie an Ihre eigene Erlösung. Mortensen, die Rechnung bitte. Ja, Herr Dr. Baumann. Heute hatten wir Champagner. Wie gut, dass wir immer noch was Feines im Keller haben. Für unsere Stammgäste. Wissen Sie, was wir feiern? Die Außenaufnahmen für unseren neuen Film sind fertig. Morgen geht es ins Atelier. Weihnachten ist Premiere. Die Sonne wird wieder scheinen. Wie bitte? Das ist der Titel. Ah, sehr optimistisch. Bitte sehr, die Rechnung. Mhm. Danke. Ja, korrekt addiert. Sag mal, Iversen, ist das nicht, das Feld ist gemäht? Doch, ja. Ist doch fabelhaft.